Ja, das ist sowas wie hier Sheep, also was hier auch Markerin kann bei WoW. Hat ein Frosch draus gemacht. Auch noch. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Hearthstone. Ja, der ein oder andere wird vielleicht schon von dem Spiel gehört haben, es handelt sich hierbei um eine Klaus-Beta. Ist ein Free-to-Play-Spiel, Sammelkartenspiel von Blizzard und basiert auf dem Warcraft-Universum. Also WoW und Warcraft 3, Warcraft 2 und so weiter. Ist ja alles ein bisschen mit drin, grafisch als auch vom Sound her, und ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Sammelkartenspiel habe ich schon gesagt, also man muss sich das so ein bisschen wie Magic ungefähr vorstellen. Ich kann jetzt aber auch jedem empfehlen, der mit sowas noch nicht irgendwie in Berührung gekommen ist oder vielleicht noch nicht ganz so viel damit anfangen konnte oder das zumindest dachte, vielleicht dabei zu bleiben. Außer ihr habt in den nächsten Wochen irgendwie viel für Studium zu tun, viel zu lernen für Schule oder so, dann würde ich jetzt das Video ausmachen. Aber ansonsten bleibt mal dabei, weil bei mir ist es ähnlich. Ich setze mal, kam ich mit Karten, ich glaube Fußballkarten mit 12 oder so oder mit 9, kein Plan, in Berührung und das Spiel hat mich absolut geflasht und ich bin gerade so voll am Suchten. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich da jetzt hier so ein Einführungsvideo mache und dann auch definitiv eine Serie dazu raushauen werde, ohne Ankündigung und so weiter, weil das jetzt alles sehr spontan losging. Ich habe den Kias vor 2 Tagen bekommen und so. Und ich werde das Spiel jetzt daddeln und das würde ich gerne mit euch teilen und deswegen geht es jetzt sozusagen hiermit los erstmal. Ja. Ach übrigens, ja, mit Facecam, ne? Habt ihr schon gemerkt wahrscheinlich, herzlich. Gut, Einführung, euch das ein bisschen näher bringen, dann legen wir mal los. Also es ist ein Sammelkartenspiel und da ist erstmal natürlich interessant, wie kommt man an Karten. Das Spiel ist dahingehend erstmal sehr fair, dass man schon am Anfang Karten sehr schnell freispielen kann. Also es ist erstmal überhaupt kein Problem, an den Basisdeck zu kommen, womit man auch dann loslegen kann. Und mit diesem Deck ist man dann auch in der Lage, die Währung frei zu spielen. Es gibt hier 2 verschiedene, einmal diese Währung Gold. Sieht man auch hier, eine Packung kostet 100 Gold, wir haben 230, also ich könnte mir jetzt ja auch 2 Packungen holen, wenn ich wollte. Man hat aber auch die Option, echt Geld dafür auszugeben. Das Schöne ist aber, wie gesagt, man ist in der Lage, das Gold mit der Zeit zu verdienen. Da gibt es halt so Daily Quests, zum Beispiel gewinne 3 Mal hintereinander oder so, oder gewinne 3 Mal nur. Und da gibt es irgendwie eine gewisse Belohnung an Gold dann, wenn man das geschafft hat. Und man ist damit auf jeden Fall in der Lage, wenn man sich nicht so blöd anstellt und über die Zeit hinweg, wenn man ein bisschen Zeit investiert, auch ohne Geld auszugeben, sich hier ein konkurrenzfähiges Deck aufzubauen. Was auf jeden Fall sehr cool und sehr fair ist. So, gut, soviel erstmal dazu. Questlog kann ich mal ganz kurz zeigen. Da kriegt man so eine Übersicht. Wie gesagt, es basiert auf dem Warcraft-Universum. Es gibt hier 9 Helden oder 9 Klassen, kann man auch sagen. Und ein Deck besteht aus 30 Karten. Und die 30 Karten ist so ein Mischmasch aus neutralen Karten, die jede Klasse benutzen kann oder jeder Held benutzen kann. Und der zweite Teil von diesem 30-Karten-Deck besteht aus klassenspezifischen Karten. Das heißt, die dann zum Beispiel, gibt es Schurkenkarten, die halt nur der Schurke benutzen kann, wo dann quasi dann auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Klassen drin sind und das ist dann richtig, richtig cool. Also ich habe jetzt schon so 40, 50 Spiele gemacht, habe noch ein ziemlich einfaches Deck, weil ich einfach nicht so viele Karten habe und es ist trotzdem schon ziemlich komplex und es wird noch komplexer auf jeden Fall und ist sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Gut. Das hätten wir erstmal, da würde ich sagen, wir machen jetzt hier einfach mal ein Spiel. Das mit der Arena, das will ich übrigens dann als Serie machen. Da werde ich jetzt mal noch nicht so sehr drauf eingehen. Auf jeden Fall, die Arena kostet auch Eintritt, also Gold oder Geld. Und ist sehr, sehr cool gemacht, glaube ich. Also ich habe da bislang auch nur gelesen. Ich habe jetzt extra noch nichts da angespielt bei der Arena, weil ich warten wollte, bis ich aufnehme und so. Aber das wird, glaube ich, sehr cool. Findet auf jeden Fall deine Multiplayer statt und dieser kostet auch Eintritt. Davor werde ich jetzt aber erstmal ein Spiel machen, um euch das ein bisschen näher zu bringen, wie das jetzt überhaupt funktioniert und so. Machen wir einfach mal, ich mache ein Multiplayer-Match. Wenn wir auf Üben gegangen wären, dann hätte man gegen Computer gespielt. Da kann man halt noch die Klassen freispielen und so. Das habe ich aber alles schon gemacht und das kann man aber auch im Multiplayer einfach machen und gut ist. So, wir werden den Schurken nehmen. Ich habe mich auf den Schurken jetzt schon ein bisschen spezialisiert. Man sieht, ich bin schon Stufe 16. Belohnung für Stufe 20, finsterer Stoß, golden. Okay, das heißt, man kriegt dann auch noch Karten dazu, wenn man denn ein gewisses Level erreicht und so, neben dem Gold, wo man sich Packages kaufen kann. Ja, leg mal los, Leute. Klicken auf Spielen und gucken wir mal, dass wir jetzt hier einen Gegner finden, der nicht so gut ist, am besten. Gerade jetzt noch mit der Daily Quest, wir haben ja die Daily Quest, dass wir hier, wenn wir einen Sieg haben, kriegt man 40 Gold und so. Das war ja ganz unten so gewesen bei den Quest-Log-Dingsbums da. So, beim Spielen gegen andere Spieler erhaltet ihr zusätzliche Erfahrung.
Jupp. Beim Starten des Spiels ist ein Fehler aufgetreten. Bitte warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie es dann erneut. Ja, das ist gerade wahrscheinlich Vorführeffekt, weil das hatte ich bisher noch nie gehabt, aber es ist noch eine Beta, das darf man nicht vergessen. Und ja, ich glaube, das ist bei Blizzard ziemlich egal. Ich erinnere mich da nur sehr gerne an Diablo 3 Release. Jeder, der Diablo 3 Release erlebt hat, wird das wohl nie vergessen. Jetzt scheint es zu funktionieren großartig und wir haben als Gegner leider nicht Ex-Kommilitone, sondern würdiger Gegner. Aber Ex-Kommilitone wäre vielleicht auch hart gewesen, weiß ich nicht. Und wir spielen gegen Markia, alles klar. So, ihr habt eine weitere Karte erhalten. Das ist jetzt erstmal unser Deck. Normalerweise fängt man mit 3 Karten an. Dadurch aber, dass er als erstes dran ist und wir erst als zweites, haben wir jetzt noch eine 4. Karte bekommen. Und wir haben jetzt hier die Option, steht auch da, Karte behalten oder ersetzen. Das macht man jetzt erstmal davon abhängig von den Mana-Punkten. Das hier sind die Mana-Punkte, das hier sind die Angriffspunkte, das hier sind die Verteidigungspunkte oder Lebenspunkte, besser gesagt. Also das sind hier alles 3 die Diener. Die nicht solche Punkte hier unten haben, das sind einfach irgendwelche Zauberkarten so nebenbei, die man jetzt so ausspielt und gut ist. Die haut man immer direkt aufs Feld. Die Mana-Punkte sind dahingehend wichtig, das ist ein wichtiges Element, so die Basisansicht des Spiels. Man sieht hier rechts unten 0 von 0 und in der ersten Runde hat man dann 1 Mana-Punkt zur Verfügung, in der zweiten Runde 2 Mana-Punkte, in der dritten 3 und in der fünften dann 5 Mana-Punkte. Deswegen werde ich jetzt hier, ich glaube, alle Karten austauschen. Ich werde vielleicht die noch behalten, weil die ganz gut ist. Dass wir möglichst erstmal noch ein paar Karten bekommen, die vielleicht nicht so mächtig sind, die wir aber dafür in den ersten Runden ausspielen können, die vielleicht nur 1 oder 2 Mana-Punkte kosten oder so. Das ist natürlich ein bisschen zufällig, aber wir haben hier ganz gut Glück gehabt. Wir haben jetzt hier noch eine bekommen mit 1 Mana-Punkt, die ist ganz nice. Ich werde dann auf die einzelnen Karten, was ich da im Deck habe und so, das werden wir dann im Laufe der Serie dann eingehen. Das würde jetzt, wie gesagt, ein bisschen den Rahmen sprengen. So, er hat seinen Zug gemacht, hat jetzt hier einen Diener drauf gehauen mit Spott bzw. mit Taunt. Das bedeutet, ich muss erst dann den Diener angreifen, bevor ich den Helden angreifen kann. Und das Ziel des Spiels ist sozusagen, den Helden auf 0 Lebenspunkte zu bringen, bevor er es bei ihm selber schafft, weil sonst hat man halt verloren. So, wir sind dran. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen beeilen. Weil wir haben jetzt nur 1 Minute Zeit ungefähr und dann ist der Zug sozusagen zu Ende. Wir haben jetzt 1 Mana-Punkt. Da werde ich wahrscheinlich erstmal die Karte ziehen. Die tut nämlich den hier überspringen, weil der Schaden direkt auf den Helden geht. Es gibt aber auch Karten, würde ich jetzt zum Beispiel die hier ziehen, mit Vorausdacht noch einen Schaden. Dann müsste ich, glaube ich, erst ihn hier noch angreifen. Ich werde jetzt erstmal die hier ziehen. Da kann ich erstmal nicht sehr viel falsch machen. Ab geht's. So. Gut, dann sind wir auch schon fertig. Wir können jetzt natürlich noch hier die Münze, die kriegt man halt auch immer dazu, wenn man als zweites erst dran ist. Da würden wir nochmal 1 Mana-Punkt bekommen, bringt uns aber nichts, da wir keine Karte mehr mit 1 Mana-Punkt haben. Deswegen sind wir jetzt hier fertig an dieser Stelle. Und schauen mal, was der Gegner als nächstes macht. Was ihr wollt. So, Frostwolf Punzer ist auch wieder eine Sportkarte, okay. Also hat er 2, die wir erst davor töten müssen, bevor wir auf den Head gehen können. Es gibt nämlich auch Diener, die ja zum Beispiel ist ein Diener, die hat keinen Sport. Also da kann der Gegner einfach dann dran vorbeigehen. Dafür haben die aber meistens mal ein bisschen bessere Attribute oder andere Boni. So, wir haben jetzt 2 Mana-Punkte. Wir sind jetzt auch in der zweiten Runde. Fügt einem unverletzten Diener 2 Schaden zu. Das ist nice, weil die kostet auch 0 Mana-Punkte. Da würde ich doch die erstmal auf den hier draufhauen. Dass der weg ist. Wir haben jetzt sozusagen für 0 Mana-Punkte eine Karte vernichtet, die, glaube ich, 2 Mana-Punkte gekostet hat. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Gewinn für uns letztendlich. So, als nächstes. Verursacht 2 Schaden, verursacht stattdessen 4 Schaden. Wenn wir die Combo haben. Combo heißt, dass wir davor schon eine Karte rausgehauen haben. Finde ich aber jetzt ein bisschen verschwenderisch, weil er hat nur 2 Lebenspunkte. Ich würde die lieber dann ziehen gegen den Helden oder gegen einen stärkeren Diener. Was macht man da jetzt mal? Was machen wir da jetzt mal? Ich glaube fast, ich werde die hier ziehen. Alternativ, nee, ich werde jetzt so machen. Ich werde jetzt die hier ziehen. Dass wir 1 Mana-Punkt zusätzlich bekommen. Das geht übrigens nur einmal. Und im Anschluss werde ich die jetzt hier ziehen. Und die hat noch den Kampfschrei, dass wir direkt im Angriff einmal angreifen können. Also direkt, wenn wir aufs Feld draufgehauen haben, können wir jetzt quasi einmal angreifen. Es ist nämlich so, dass jeder Diener sonst normalerweise im ersten Zug erstmal schläft und erst in der nächsten Runde bereit ist anzugreifen. Ja, aber dadurch, dass hier Kampfschrei außer dein Schaden dabei war, konnten wir quasi zumindest einmal diesen Kampfschrei einsetzen. So. Bisher sieht das erstmal noch ganz gut aus hier. Gerade im Anbetracht dessen, dass wir gegen die Menschen spielen, die sind ja dann immer ein bisschen stärker als der Computer. Was haben wir jetzt hier noch dazu bekommen? Elfenbogenschütze im Voraus hat einen Schaden, das ist quasi das gleiche wie hier. Kostet auch nur 1 Mana-Punkt. Wir können alternativ auch Dolchfächer machen. Ich glaube, ich habe eine Idee.
Ist das auch wieder Verstohlenheit? Ah, okay, den können wir erst angreifen. Der hat also sowas wie Stealth sozusagen. Den können wir erst angreifen, wenn er einen Zug gemacht hat. Damit kann natürlich gut auf den Helden gehen. Da geht erstmal wahrscheinlich nicht viel. Ich glaube, ich werde es jetzt so machen. Ich werde die Karte hier ziehen. Werde erstmal den hier vernichten. So. Den können wir jetzt hier nicht angreifen. Okay. Könnten wir denn hiermit angreifen? Wahrscheinlich auch nicht. Okay, sehr gut. Aber ich glaube ja fast, das Beste ist, ich ziehe die jetzt hier, weil wir machen jetzt hier mit 4 Schaden, weil wir da vorne eine Karte gezogen haben. Hauen das auf den Helden drauf. Und du gehst auch noch auf den Helden drauf. Wir haben ja gar keine andere Möglichkeit. Job's done. Das ist Warcraft 3 von Human. Wenn man da ein Gebäude gebaut hat, dann kam immer Job's done. Ich liebe es, weil ich habe Human die ganze Zeit an sich, also 90% Human gespielt in Warcraft 3. So, gut, sind fertig. Sieht erstmal noch ganz gut aus. Aber der hier kann böse Schaden machen. Aber wir können erstmal nichts dagegen tun, leider. Weil er im Stealth ist. Also erst wenn er einmal angegriffen hat, und das würde wahrscheinlich jetzt auf den Helden machen, weil wir haben keine Karte mit Taunt drauf, also mit hier Spott. Und das hat er auch getan. War ziemlich berechenbar. Was hat er jetzt hier? Zwei Karten hingesetzt, die 2 Lebenspunkte haben. Habe ich das schon erklärt eigentlich? Falls ich es noch nicht gemacht habe, links unten haben wir die Angriffspunkte, rechts unten die Lebenspunkte. Das so nebenbei noch, aber ich glaube, jetzt konnte man sich das vielleicht auch schon denken. Das ist ja ziemlich ugly. So viele. Was haben wir hier? Wars hat einen Schaden. Wir können natürlich auch die hier ziehen. Das Geile ist, das ist jetzt auch wieder eine Torn-Karte. Das heißt, er müsste dann erst die hier besiegen. Und er wäre damit nicht in der Lage, die mit einmal wegzuhauen, weil die 5 Lebenspunkte hat. Aber wisst ihr was? Ich mach's anders. Ich werde jetzt die Karte hier ziehen. Die verursacht bei allen einen Schaden. Und wir kriegen noch eine Karte. Und das ist immer gut, noch eine Karte zu bekommen. So. Finde ich einen feindlichen Diener. Die ist für später dann sehr, sehr nice. Kostet 5 Mana-Punkte, aber wenn er dann zum Beispiel eine Karte und Diener mit 8 Mana-Punkten raushaut oder mit 7, dann ist die halt richtig, richtig cool. Weil der dann instant weg ist. So, Force hat einen Schaden. Ich glaube, ich wollte jetzt die hier ziehen. So. Machen wir erstmal den hier weg. Die können wir einfach ignorieren. Ah ne, die haben auch Spott. Scheiße. Okay, na, dann müssen wir die erstmal noch weghauen. Dann machen wir das mal schnell. So, das war's erstmal. Fertig. Und man sieht schon, da gibt es immer mehrere Möglichkeiten, obwohl das jetzt noch recht einfach war von Entscheidungen her. Ich glaube aber vielleicht, dass es da vielleicht... Okay, hat aufgegeben. Boah, das ist ja jetzt schwach. Das ist schade, dass es jetzt aufgegeben hat. So, aber wir haben... ich dachte, wir hätten das jetzt mit den Siegen geschafft. Ja, hier. 3 Siege, 40 Gold erhalten, Gewinn, 3 Spiele mit einer beliebigen Klasse. Das haben wir jetzt geschafft und wir haben dann gleich die nächste Quest bekommen. Irgendwie einen von 3 Siegen, dann kriegen wir 10 Gold. Cool. Ja, schade. Wollen wir noch ein Spiel machen? Ich glaube, ich mache einfach noch ein Spiel. Ich mache einfach jetzt noch ein Spiel. Warum nicht? Wenn ich jetzt verliere, ist auch egal. Aber ein bisschen was kann ich vielleicht noch erzählen. Ich habe gerade Bock, noch eine Runde zu spielen. Bevor es dann mit der Arena losgeht. Bla 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 bla. Gleich nochmal. Na, mal sehen, was jetzt für ein Gegner rausgesucht wird. Bin ich ja mal gespannt. Und das mit der Arena wird dann richtig cool, weil das ist jetzt hier letztendlich nur, also nicht nur, man kann da wirklich sich sein eigenes Deck zusammenstellen und damit geht es dann sozusagen los und hat dann wirklich die absolute Auswahl. Wenn man dann Arena spielt, ist es so, dass man 30 mal 3 Karten zur Auswahl hat und von den 3 Karten muss man sich immer das Beste raussuchen. Das heißt, es ist eine gewisse... auch ein Glücksfaktor dabei, was man dann für ein Deck hat. Und man muss dann gewisse Sachen erfüllen, wie zum Beispiel, schaffe 5 Siege, bevor du 2-mal verlierst oder so. Ich glaube zumindest, ist es so aufgebaut. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe mir das noch ein bisschen angelesen. Und wenn man dann raus ist sozusagen und aus der Arena, also es nicht geschafft hat, dann verliert man das komplette Deck, was man da sich zusammengestellt hat sozusagen. Man kann da aber wirklich sehr, sehr viel freispielen, wenn es denn gut läuft. Und das ist auf jeden Fall super motivierend. Glaube ich, weil ich das ja schon sehr geil finde und das mit Arena klingt halt noch besser irgendwie. Und das will ich dann mit euch zusammen machen, dann ab Folge 1 sozusagen. Aber ein Spiel würde ich ja gerne noch jetzt hier hinkriegen. Ich hoffe, dass jetzt hier nochmal ein Gegner kommt, das wäre cool. Die Medaillenränge sind Lehrling, Geselle, Kupfer, Silber, Gold, Platin, Diamant und Meister. Ich weiß gar nicht, was ich bin. Ach komm schon. Ich probiere es jetzt noch einmal, wenn es jetzt wieder nicht geht, dann werde ich wahrscheinlich mal einen kleinen Cut setzen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge jetzt schon geht. Es ist halt eine lange Einführungsfolge. Wer jetzt noch dabei ist, kann ja mal plupp in die Kommentare schreiben.
Okay, ich setze mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es geht. Bis gleich. So, würdiger Gegner wurde rausgesucht. Gegen Thrall. Schamane gegen Sim müssen wir jetzt spielen. So, gucken wir mal. Also die Hohen mache ich erstmal wieder weg hier. Und wir sind zuerst dran. Diesmal haben wir also nur 3 Karten. Ich muss ganz ehrlich sagen, bislang hat es mir besser gefallen, wenn man als zweites erst dran ist. Weil irgendwie finde ich das cool, wenn man mehr Karten hat. Ja, aber die 2 mache ich weg hier. Die lasse ich da. Hoffen mal, dass wir noch ein paar niedrige erstmal bekommen. 3, 5. Scheiße. Naja gut, müssen wir damit irgendwie klarkommen. Ist aber jetzt nicht sehr ideal. Also ist ein bisschen suboptimal. Ist schön, dass wir jetzt hier wenigstens eine kriegen. Vorsatz 2 Schaden. Ja, okay, die hatten wir vorhin auch schon gehabt. Aber wir haben sie ja, glaube ich, noch nicht ausspielen können. So, fügt einem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Ich glaube, ich werde die einfach raushauen. Ich habe ja gar keine andere Möglichkeit. Und die ist gar nicht so schlecht erstmal. Das heißt, er hat erstmal nur 27 Leben. Chops dann. Und da kann es auch schon weitergehen. Mal gucken, was der Gegner jetzt hier macht. Was auch immer sehr cool ist. Man sieht immer, wo er seinen Mauszeiger drüber hat. Seht ihr das hier? Und da kann man vielleicht auch so ein bisschen mutmaßen und so, was er jetzt vielleicht gerade macht. Und man sieht dann auch schon ein bisschen, wenn er lange überlegt, das ist meistens ein Zeichen für Schwäche und so. Hat ein bisschen was vom Pokern oder so, ich weiß es nicht. Kommt drauf an. Vorsatz 1 Schaden. Vorsatz 2 Schaden. Ja, aber das ist jetzt blöd. Die würde ich schon gerne als Combo ziehen. Was ich noch nicht erklärt hatte, dumm ist gar nicht so gut, dass wir da ein Match machen. Hier rechts haben wir dann noch die Heldenfähigkeiten. Der Schamane hat zum Beispiel beschwört ein zufälliges Totem für 2 Mana-Punkte. Ich werde hier wahrscheinlich jetzt, anstatt das hier zu nehmen, weil ich das mir lieber für später aufhebe und ich auch gerne beide Mana-Punkte ausgeben würde. Es ist nämlich so, dass es lohnt sich nicht, die Mana-Punkte aufzusparen. Das geht nicht. Deswegen werde ich jetzt das hier für 2 Mana-Punkte zünden. Unsere Heldenfähigkeit liegt ein Dolch, der macht einen Angriffspunkt, also hat einen Angriffsschaden halt und hält 2 Runden. Die 2 steht dann für 2 Runden, das heißt in der Summe 2 Schaden letztendlich. Aktivieren wir den Spaß mal. Es gibt dann zum Beispiel auch Karten, die dann das noch verstärken und so ein Zeug. Da kann man sich auch ein Deck zusammen basteln, das habe ich jetzt aber nicht drin. Das kann man sich vielleicht für ein zweites Deck mal noch überlegen oder so. So, die Frage ist, gehen wir jetzt auf das Schweinchen oder gehen wir auf den Helden? Ich werde auf den Helden gehen. Das Problem ist nämlich auch, wenn man jetzt hier mit dem Dolch angreift, wir nehmen dann auch Schaden von dem Diener. Ne? Also genauso, wenn man selber Diener auf dem Feld hat, das hat man glaube ich auch schon im ersten Spiel mitbekommen, würde ich jetzt mit dem zum Beispiel hier drauf gehen, dann würde ich den besiegen, der würde aber auch einen Schaden nehmen. Ne? Also der hätte dann nur noch ein Leben. So, jetzt hat er einen Totem beschwört. Was macht das? Verbrennungstotem. Ah, das macht immer einen Schaden. Okay. Nicht einen feindlichen Diener. Ja, das ist schön und gut. Das sind alles tolle Karten. Das Problem ist, das sind alles so hohe Karten, wie wir momentan. Ist es eher scheiße. Momentan ist es eher scheiße. Wir bräuchten eher niedrige. Okay, wisst ihr was? Hier haben wir trotzdem eine gute Möglichkeit, wie wir das angehen können. Ich werde es jetzt so machen. Ich werde jetzt die Karte hier ziehen. Ich werde wahrscheinlich auf das Totem gehen. Ja, kann nicht so schlecht sein. Macht am Ende keinen so großen Unterschied, glaube ich. Und jetzt werde ich die Karte hier ziehen. Ausweiten, weil wir haben ja schon eine Karte gezogen. Machen jetzt 4 Schaden, dann hat er nur noch 22 Leben. Bam. So, und wir haben das noch. Hau ich auch gleich auf den Helden drauf. Das ist auch, glaube ich, so der Schurke recht typisch da für ihn, dass man mit Schurke versuchen sollte, viel Damage Output sehr früh rauszuhauen. Glaube ich zumindest. Würde Sinn ergeben. Sehr schnell sehr viel Schaden machen. Bevor man selber tot ist. Zumindest war das ja auch bei WoW und so gewesen und anderen MMOs. Gut, dann schauen wir mal, was er als nächstes macht, der Gute. Gibt deinem Feind den Charakter einen Schaden zu und führt ihn ein. Ja, ist nicht so wild, war jetzt nur eine Mana-Punkt-Karte. Was hat er dafür ausgegeben? Auch ein Mana-Punkt, okay. Waffe des Felsbeißers. Verleiht einem befreundeten Charakter 3 Angriffe in diesem Zug. Oh, 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 oh. Aber nur in dem Zug, also im nächsten ist es wieder weg, oder was? Okay. Was hat reingehauen? Ja, das ist schön. Also für später Late-Game können wir den dann, wenn man in der mächtige Karten rausholt, dann auf jeden Fall gut was machen. So, als nächstes werde ich wahrscheinlich die hier ziehen. Ich glaube, das ist das Beste. Ah, es ist kacke. Das ist jetzt scheiße, weil wir können die Combo nicht aktivieren. Wir müssen davor eine andere Karte ziehen. Oh, das ist jetzt echt doof. Aber wir haben letztendlich keine andere Möglichkeit. Wir könnten halt das noch anmachen. Eieieiei, da habe ich jetzt... Das ist eine scheiß Situation, aber das ist einfach sehr viel Pech, weil wir gerade wirklich kein Glück mit den Karten haben. Ich werde jetzt ziehen. Auch wenn wir leider die Combo nicht nutzen können, dass wir nochmal 2 Schaden machen können, was sehr, sehr schade ist auf jeden Fall. Alternativ hätten wir auch das hier ziehen können, aber ich reiz dann lieber schon mein Mana so aus, soweit es geht halt, letztendlich.
Alter, das ärgert mich jetzt trotzdem gerade. Und meine Erfahrung bislang mit Schamane ist, dass die in der Regel gar keine so großen, starken, mächtigen Karten im Deck haben. Zumindest die, die ich bislang als Gegner hatte. Zumindest nicht als Diener. Sondern in der Regel einfach sehr viel auf Masse mit Totems machen und so. Aber es kann auch sein, dass es einfach nur Pech, beziehungsweise in dem Moment halt so mal. So, das ist jetzt eine sehr schöne Karte. Wie machen wir das am blödesten? Ja, wir können natürlich also die Karte ausspielen, dann können wir mit der hier angreifen. Aber ich würde mir die lieber aufsparen, glaube ich. Ja, es ist schwierig. Schwierig. Wir können halt auch die ziehen, das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann halt noch den Dolch aktivieren. Da würden wir den besiegen, den auf 4 bekommen. Und wir würden noch eine Karte kriegen. Und wir haben ja wirklich gerade ziemlich einen Kartenmangel. Dann können wir aber mit dem halt nichts machen. Weil wenn wir den auf den schicken, dann ist der tot hier und der lebt aber noch. Was scheiße wäre. Ich habe eine Idee, wie man es... Ja doch, wir können es so machen. Und zwar werde ich es so machen. Ich ziehe die Karte und Dolch. Will ich das... Oder mache ich einfach für nicht deinen feindlichen... Ich ziehe jetzt die Karte hier. Wir haben davon 2 Stück. Weg mit dir. Oh, mit denen gehe ich jetzt hier drauf. Wie gesagt, viel Schaden machen. Das ist jetzt nicht so schlecht. Wäre noch eine andere Option, wäre es auch noch, hätte es auch noch gegeben. Hätte ich, aber ja, egal. Machen wir weiter. Alter, also es war jetzt nicht so leicht gewesen gerade. Wir hätten nämlich auch hier das hier zünden können. Dann wäre der weg gewesen. Der andere hätte 4 Leben gehabt, dann hätte ich das noch gezündet, dann hätte der 3 Leben gehabt. Wir hätten aber 3 Schaden mit dem Helden bekommen und dann hätte ich mit dem noch den töten können. Das wäre die zweite Option gewesen. Aber der gefällt mir die ja besser. Doch, der gefällt mir die besser, glaube ich, ganz knapp. So, er ist lange am Überlegen. Gutes Zeichen. Okay, da kommt wieder der nächste mit Taunt. Ja, das ist erstmal nicht so wild. Wir haben ja noch so eine Karte, wir können ihn auch wieder wegziehen hier. Tschü. Weg mit dir. Hat auch 5 Mana-Punkte gekostet, das ist jetzt nicht so schlecht auf jeden Fall. Ich habe übrigens auch eine Karte, die kostet 2 Mana-Punkte, die habe ich auch 2-mal im Deck, dass der Gegenspieler die eine Karte wieder ins Deck zurückbekommt. Das heißt, hätte ich die draufgeschickt, hätte die einfach wiederbekommen, wäre nicht so stört gewesen. Das wäre mir fast lieber gewesen, weil dann hätten wir mehr Mana-Punkte übrig, aber die habe ich ja leider nicht gehabt. Also man sieht, es ist auch mal ein bisschen vom Glück abhängig, aber man sieht auch, es gibt sehr viele Möglichkeiten trotzdem, was man auch falsch machen kann. Vielleicht was man besser machen kann. So, mit dir werde ich jetzt hier drauf gehen. Und jetzt können wir wieder nichts machen. Alles klar, weiter geht's. Und das wird wie später dann, wie gesagt, es ist noch recht einfach, weil mein Deck auch noch recht einfach ist, weil ich nicht viele Karten habe. Das wird dann später noch viel komplizierter. Und da gibt es halt richtig spezielle Karten, die dann ein ganzes Spiel ausmachen können, wenn es in der richtigen Situation eingesetzt wird. So, ja, der hat als Kampfschrei stellt 2 Leben wieder her. Also Kampfschrei sozusagen immer... Alter. Ist halt immer quasi der Move, den sie direkt machen, wenn sie aufs Feld kommen. Hat auch nicht jeder. Ja, das ist sowas wie hier Schieb. Also was hier auch Markerin kann bei WoW. Hat einen Frosch draus gemacht. Arschloch. Ja, so. Ich glaube, jetzt macht die Karte hier Sinn. Weil dann würden wir die 2 vernichten. Die ist da noch da. Ist aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ich glaube, das gefällt mir besser. Alternativ könnte man natürlich auch die hier ziehen, verursacht 2 Schaden. Eieiei. Aber hier wird man noch eine Karte bekommen. Ich mache das jetzt so hier. So. Und das, ach, das Geile ist jetzt mit der Karte hier. Oh, das ist jetzt richtig nice. Jetzt können wir die beiden ausspielen. Achtung, jetzt passt mal auf, Leute, hier. Das legt doch los. So, der hat nämlich hier als Angriff, als erste Fähigkeit sozusagen, dass wir die ja noch weghauen können. Und der hat ja Guard, also wir müssen den sowieso weghauen. Wobei, jetzt, das wäre egal gewesen, aber die ist weg auf jeden Fall, der Diener. Und das ist jetzt cool, weil jetzt können wir die auch noch ziehen und dann hat er nur noch 13 Leben, 14 Leben. So. Nice. Gucken wir mal, wie es weitergeht jetzt hier. Also ein bisschen lang, schwer einzuschätzen, aber ich glaube, ich bin leicht im Vorteil momentan. Ja, es wäre jetzt halt fies, wenn er jetzt hier plötzlich so eine 7 oder 8 Mana-Punkte Diener-Karte ausspielt. Wieder Guard. Jetzt kommen hier irgendwelche Murlocs. Oh, hat er Spott? Ne, Kampfschrei. Eieiei. 1 plus 1 für jeden anderen befreundeten Diener auf dem Schlachtfeld. Also die sind alle ein bisschen stärker.
Ah nee, halt, halt, die sorgen dafür, dass er stärker wird, so rum. Also er kriegt dadurch, dass hier zwei Linien sind, zwei Leben und zwei Lebenspunkte. So, die ist geil, die Karte fügt dem feindlichen Helden zwei Schaden zu, wenn er stirbt. Das ist cool, weil so viel Leben hat er nicht mehr. Die werde ich auch spielen. So, was machen wir mit dir? Ich werde die hier ziehen, die vernichten. Aber wir bräuchten eigentlich eine Taunt-Karte, das ist scheiße jetzt hier. Ich glaube, ich werde jetzt hier einfach auf maximalen Damage gehen. Ich ziehe erstmal. Ich frage mich, ob. Ich habe ein riesiges Gewehr! Hier könnten wir auch drauf gehen, das bringt uns nicht so viel. Ich werde jetzt die vernichten, damit ich mit dem hier noch angreifen kann. Wir brauchen unbedingt eine Taunt-Karte. Bei sowas verlieren die auch kein Leben. Also würde ich jetzt mit denen hier angreifen, würde die halt Leben verlieren, bis meiner würde sterben. Könnten auch auf den gehen. Das würde unserer sogar überleben. Ich glaube, das wäre gar nicht so dumm. Ja, unserer lebt dann noch. Nein, halt, unser stirbt auch. Weil der macht zwei Schaden, wir haben zwei Leben. Wir würden beide sterben. Wenn der einen Angriffspunkt und zwei Leben hätte, dann wäre das gut. Aber so, lass mal's. Da gehe ich jetzt hier direkt drauf. So, halt das noch zünden schnell. Das, nee, werde ich auch nicht machen. Einfach auf den Helden drauf. Wie gesagt, wir hätten dann zwei Schaden mit dem Held kassiert. Und der wird jetzt hier böse Aua machen und der ist jetzt auch am Zug. Also das wird jetzt hier nochmal richtig knapp, denke ich. Na, gucken wir mal. Oh, Ansturm. Der haut uns jetzt mindestens 11 Schaden rein, weil der kann direkt angreifen mit Charge. Bleibt ein befreundeter Charakter. Drei Angriffe in diesem Turm. Alter, 14 Schaden. Uncool. Also, aber warte mal. 4. Ja, er ist nämlich jetzt gezwungen, auf unsere hier zu gehen. Das war auch dumm. Das war dumm von ihm, glaube ich. Weiß nicht, ich finde es nicht so toll. Das schaut jetzt knapp. Jetzt kommt das drauf an, was wir von den... Oh, die ist jetzt nicht so toll. Die ist scheiße. Die ist scheiße. Und deswegen verlieren wir das jetzt, glaube ich. Der kann uns mindestens 8 Schaden reinhauen. Ich weiß nicht, ob wir die nächste Runde noch schaffen können. Also, das können wir vergessen. Den kriegen wir... Wobei, doch, den könnte ich klein bekommen. Aber die Frage ist, ob ich nicht gleich auf den Helden gehen sollte. Ich greife jetzt erstmal hier an. So, 8 Schaden noch. Eieieiei. Wir können hier beide ziehen. Können mit dem hier drauf und dem auch drauf, dann wäre der tot. Das wäre, glaube ich, besser, als wenn ich mit dem jetzt hier drauf gehe und dann hätte er noch zwei Leben. Es ist aber dann wahrscheinlicher, dass er uns nächste Runde oder nächste Runde wegplättet. Ich mache das jetzt so. Ich hier hin. Schießt hier drauf. Oder sind wir in der Lage? Wir sind nicht in der Lage, den zu besiegen, diese Runde. Das geht nicht. Wir würden den maximal, wenn ich jetzt mit dem hier angreife. Hätte man 2 Schaden, das sind 4 Schaden, 6 Schaden. Wenn ich das noch zünde, 7 Schaden. Da hat er einen verdammten Lebenspunkt. Ich glaube, ich werde jetzt den hier drauf schicken. Und mit dem hier drauf gehen. Dann sterben jetzt beide. Das ist jetzt eher so auf Nummer sicher erstmal. Und die jetzt auch noch zünden. Die ist eigentlich ganz cool, die Karte, weil wenn die stirbt oder wenn der stirbt, dann kriegt man noch eine Karte dazu letztendlich. So, fertig. Mal gucken, wie es weitergeht. Alternativ hätte man jetzt auch alles hier drauf schicken können, letztendlich. Das Dingo. Ja. Schwierig. Ist wirklich schwierig. So, kommt jetzt noch irgendwas? 3 Mana-Punkte. Ah, keine Karten mehr. Keine Karten mehr. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Aber wir haben auch keine Karten mehr. Vorsatz, ein Schaden zieht eine Karte. Ist an sich erstmal nicht so schlecht. Worauf geht man? Na, hier drauf, würde ich sagen. Was macht das Totem? Nee, wir gehen hier drauf. Ach, wir können da überall drauf gehen. Naja, ich gehe trotzdem hier drauf. Das ist ein guter Deal, wenn wir die Karte wegbekommen. Fügt allen feindlichen Dienern und zieht wieder eine Karte. Dann kriegen wir die auch noch weg. Fügt einem Unverletzten, die dann 2 Schaden zu. Die bringen uns leider gar nichts. Aber, das ist jetzt cool. Wir können jetzt mit dem hier drauf gehen.
Ist am Ende egal, mit wem wir draufgehen. Ne? Vorsatz, 2 Schaden. Nee, wisst ihr was? Ich werde mit dem draufgehen. Dann stirbt der und der stirbt auch. Dann kriegen wir aber noch eine Karte dazu. Durch die Fähigkeit hier. Ich bin bereit. Und wir können mit dem nur angreifen. Sowas hat einen Schaden, zieht eine Karte. Und die gehe ich auch schon mal drauf. So. Fühlt einfach. Naja, zieht eine Karte. So. Die ist auch sehr geil, die Karte. Das freut mich. Lässt einen feindlichen Diener, das habe ich vorhin gesagt, auf die Hand des Besitzers zurückkehren. Cool. Das ist nice. Also, weil wenn er jetzt was sehr Starkes ausspielt, zufällig, dann können wir die sofort wieder ins Deck reinschicken. Ja, okay, nächste Runde dürfte man vielleicht platt machen. Schauen wir mal. Das ist jetzt natürlich doof gelaufen hier, das ist schade, aber... Okay, er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Ah, das war jetzt auf jeden Fall jetzt eindeutig am Ende noch gewesen. Aber es war ein langes Spiel. Also, das davor fand ich dominanter, auch wenn er eher aufgegeben hat. Oder gerade weil er eben aufgegeben hat, hat man es ja vielleicht auch gesehen. So, cool. Ja, und man hat auch gesehen, mein Deck, ich habe mir da schon ein bisschen was bei gedacht. Also, ich habe möglichst viele Karten eingebaut, wo man neue Karten bekommt. Und das mit dem Zurückschicken ist auch sehr nice. Also, letztendlich so aufgebaut, sehr früh viel Schaden machen und möglichst schnell auch immer in der Lage sein, die Diener vom Gegner wieder zu töten. Das ist so ein Punkt von dem Deck. Ob das jetzt so wirklich dann so ist, weiß ich nicht. Ich habe es mir halt so gedacht. Dann halt, ja, habt ihr ja gesehen, mit den neuen Karten dazu bekommen, weil er hat am Ende zum Beispiel keine mehr gehabt. Und das war dann ein großes Problem für ihn. Und wir hatten ja irgendwie jetzt in der Runde davor irgendwie 4 Karten gezogen oder so. Also man hat schon gesehen, da kommt, es war eine Glückskomponente dabei, aber das Deck habe ich mir trotzdem selber zusammengestellt. Und das lief dann ganz gut, aber auch nicht unverdient. Und ein bisschen war da auch gute Überlegung vielleicht dabei. Vorher und auch während des Spiels vielleicht, ich weiß es nicht. Gut, Leute. Ich denke, jetzt dürfte jeder, der jetzt noch dabei ist, auf jeden Fall erstmal so einen guten Eindruck von dem Spiel haben und wissen, worum es jetzt hier geht. Nächste Folge dann. Muss ich mal gucken, heute komme ich wahrscheinlich nicht mehr zum Aufnehmen. Ich weiß noch gar nicht, wann ich die Folge hochlade. Also wenn sie am 16. noch oben sein sollte, dann komme ich nicht mehr zum Aufnehmen. Am 17. muss ich mal schauen. Ich weiß es nicht. Ist jetzt eine Zeitfrage, weil ich werde jede Minute, wo ich nicht was anderes aufnehme oder nichts anderes zu tun habe, werde ich das Spiel spielen. Ich Bock hab. Ja, dann werden wir die Arena auf jeden Fall machen, hatte ich ja schon gesagt. Da geht's dann richtig ab, da wird's richtig interessant. Und da wird's auch, denke ich, nochmal spannender, weil dann einfach das nochmal viel mehr davon abhängt, ob man gewinnt oder nicht. Gut, ne? Hinterlasst mir bitte einen Daumen, das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Feedback. Und wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag. Je nachdem, welche Tageszeit gerade ist. Und würde mich freuen, wenn ihr dann bei der ersten Folge, wenn's dann richtig losgeht, dann am Start seid. Macht's gut. Tschö.